Ja, liebe Rapid-Fans, am 2. Juni ist es soweit. Das große internationale Rapid U9-Turnier findet im Allianzstadion statt. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns tatkräftig unterstützen würdet. Kommt alle vorbei, es wird ein Mordspektakel. Es kommen auch Mannschaften wie Bayern München, AC Milan, Hertha BSC Berlin. Und ja, unsere Jungs von der U9 freuen uns auf euer Kommen und macht ordentlich Stimmung. Dominik, U9-Trainer, zum wiederholten Male der verantwortliche Trainer beim 11. Turnier, in Gedenken auch an den Herbert Burgsteiner. Wie sehr ist die Vorfreude groß bei dir und deinen Knirpsen, dass man wieder ein Messen auf internationalem Niveau hat? Ja, riesig natürlich. Ja. Für mich als Trainer ist jetzt das vierte Mal, dass ich dabei bin, aber gerade natürlich für die Burschen ist es ein unglaubliches Erlebnis, jetzt zum allerersten Mal hier im Stadion sich präsentieren zu dürfen. Gerade mit solchen Gegnern ist es natürlich Wahnsinn, wenn man jetzt hernimmt, wir sind mit Bayern München in der Gruppe, mit Red Bull Salzburg und nur Top-Mannschaften, die da bei dem Turnier dabei sind. Ja, und deswegen natürlich eine riesen Vorfreude und absolutes Highlight in dieser Turnier, also im Turnierkalender. Ja. Was ist in der Altersklasse eigentlich das Wichtigste? Schaut man dann schon sehr drauf, dass sie auch schon Ergebnisse liefern oder sie schon vorbereitet auf spätere Fußballerleben, oder ist hier wirklich noch im Mittelpunkt der Spaß am Spiel und die Freude am Spiel? Ja, es geht halt um Grundlagenarbeit. Ja. Es ist natürlich, der Spaß steht über allem, ja, in dem Alter, dass sie sich einfach gern bewegen, mit Ball, ohne Ball, ja, die Grundfertigkeiten einfach erproben. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn man im eigenen Stadion spielt gegen solche Mannschaften, möchte, glaube ich, jedes Kind und natürlich auch die Trainer gewinnen. Gell? Also das, von dem her ist es ein Mix aus beiden. Und ja, natürlich auch neben Siegeswille auch Leistungsbereitschaft, die einfach vorhanden sein muss. Ja? Und ja, von dem her sind das so die zentralen Elemente.